Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu eurem Monatsausblick für den Februar. Schön, dass du da bist und mit mir jetzt in die Karten schaust und schaust, ja, welche Energien auf uns warten und was jetzt einfach auch dran ist, so im großen Ganzen für uns als menschliches Kollektiv. Denn ja, das ist ja eine allgemeine Legung. Von daher bitte ich dich, dass du einfach dein Herz aufmachst, deinen Geist aufmachst und schaust, welche der Informationen bleiben bei dir hängen, welche der Informationen berühren dich, ja? Und das sind dann auch Informationen, die wirklich auch im Moment in Resonanz sind mit deiner ganz persönlichen Energie und deswegen auch einen Hinweis für dich haben. Und es kann auch sein, dass es Informationen geben wird, die eben nicht für dich bestimmt sind oder nicht in diesem konkreten Detail, wie ich sie nenne. Und ja, dann wisse einfach, das ist dann für jemand anderen gerade wichtig. Ja, also du nimmst dir bitte einfach das jetzt mit, wo du merkst, ja, das stimmt jetzt für dich. Und wenn du das erste Mal mit dabei bist, mag ich dir noch ein paar Hinweise zu meiner Legart geben. Und zwar, wie du vielleicht schon gesehen hast, sind einige der Lenormand-Karten hier auf Kopf gefallen. Ich lege Lenormand ähnlich wie beim Tarot, was man üblicherweise ja nicht so macht. Da werden die Lenormand-Karten ausschließlich aufrecht gelegt und gedeutet. Das heißt, ich deute also auch nach einem eigenen System, das ich so für mich entwickelt und gefunden und entdeckt habe. Ja? Und das kann natürlich an der einen oder anderen Stelle auch ein kleines bisschen abweichen von dem klassischen Lenormand. Oder der Deutung eines, ja, der klassischen Lenormand-Karten. Ja, der zweite Hinweis ist, dass ich aktuell hauptsächlich nach Häusern deute. Das heißt, mich interessiert, in welcher Position eine Karte liegt. Ja, zum Beispiel haben wir hier den Mond auf Kopf und er liegt hier im ersten Haus, im Haus des Reiters. Und das hat für mich eine bestimmte Bedeutung. Ab und an, und das mache ich eher intuitiv, schaue ich auch, welche Karten zum Beispiel daneben liegen. Das, wie gesagt, mache ich ganz intuitiv, aber hauptsächlich schaue ich nach Häusern. Das kann auch heißen, dass ich eben nicht jede einzelne Karte durchgehe und das liegt auch daran, weil sich Karten von ihrer Bedeutung oft doppeln. Ja? Und damit das Video jetzt hier nicht ellenlang wird, bleibe ich einfach in einem Erzählstrang und die Karten, die ich nicht aufgegriffen habe, da kannst du dir sicher sein, dass sie von ihrer Bedeutung quasi in diesen Erzählstrang mit reinpassen. Ja, bis dahin. Ihr Lieben, was ich sehe, ist schön. und ja, wenn du schon mal mit dabei warst, weißt du ja, dass ich gerne bei den Monatsorakeln mir die Eckkarten anschaue. Ja, das sind immer so Karten, die für mich eine besondere Bedeutung haben. Und da ist mir ja natürlich zuerst der Mond hier auf Kopf aufgefallen, aber dann auch oben rechts die Berge auf Kopf oder der Berg auf Kopf. Und der Berg auf Kopf, das wirst du auch wissen, wenn du ja schon ein bisschen länger bei mir mitschaust, ist bei mir immer so die Aussage, ein Stein kommt ins Rollen. Ja, ein Stein kommt ins Rollen. Und oben rechts ist ja das Haus der Blumen. Das heißt, für mich bedeutet diese Eckkarte immer, das ist der Hinweis darauf, welches Geschenk diesen Monat auf uns wartet. Das heißt, diesen Monat kommt ein Stein für uns ins Rollen. Und ja, um jetzt mehr zu verstehen, was das für ein Stein ist, bin ich jetzt wieder hier auf dieser Seite, denn wir haben hier die Dame liegen. Die Dame ist für mich im allgemeinen Lenormand, also wenn ich so eine allgemeine Legung für euch alle mache, immer die Karte, die für dich steht, egal ob Mann, ob Frau oder irgendwas da drüber oder dazwischen. Also die Dame bist du, okay? Das heißt, mich hat es interessiert, ja, es kommt ein Stein ins Rollen und Ausschluss darüber, was es genau für ein Stein ist, finde ich hier in dieser Dreierkombination. Du bist hier, schaust nach links auf den Mond im Kopf. Rechts hinter dir im Rücken ist der Bär auf Kopf. Nun ist es so, dass ich in manchen Lenormands die Blickrichtung auch als Hinweis, also dadurch, dass ich ja auch auf Kopf lege, kann ich das ja machen. Ja? Sonst normalerweise wäre die Blickrichtung dieser Dame ja immer nach links. Links ist für mich Vergangenheit. Rechts ist für mich Zukunft. Und dadurch, dass ich das auf Kopf lege, kann ich quasi die Blickrichtung gut nutzen.
Ja, also ich könnte jetzt sagen, diese Dame schaut oder du schaust in die Zukunft, du schaust in die Vergangenheit. Das habe ich hier nicht, ja. Und das ist jetzt wirklich ganz intuitives Deuten. Da muss man, also wenn du selber Karten legst, wirst du das wissen. Man muss sich wirklich immer wieder auch intuitiv reinspüren, weil so eine Lenormand-Karte oder auch überhaupt diese große Tafel an sich, es gibt 100 Wege, das zu interpretieren. Es ist wirklich so. Ich könnte jetzt verschiedene, also viele verschiedene Videos aufnehmen und könnte auch wirklich verschiedene Bedeutungen hier rauslesen. Und um herauszufinden, was ist denn das, was die Karten jetzt durch mich sagen wollen, ja, weil ich lese die ja jetzt, wenn du jetzt hier wärst und würdest diese Tafel lesen mit deinem Wissen über Lennon, würdest du auch nochmal sicherlich auch andere Dinge betonen. Und das ist total okay, ja, weil du hast eine andere Energie als ich. Das heißt, ich muss mich jetzt einfach wirklich reinspüren, was ist das, was meine Intuition jetzt hier rausgreift, von diesem ganzen Potpourri an Deutungsmöglichkeiten, die eine Karte an sich schon haben kann. Ja, dann habe ich sie ja noch aufrecht und auf Kopf, also das ist irgendwie noch so doppelt. Und dann überhaupt auch diese ganze Kombination. Ja. Und ich habe jetzt intuitiv sofort reinbekommen, es geht hier nicht um die Blickrichtung. Es geht nicht darum, dass hier eine Aussage ist, dass du in die Vergangenheit schaust. Ja. Sondern hier geht es mehr darum, dass du diesen Mond auf Kopf anschaust. Ja, und dass es wichtig ist, dass du hier auf diesen Prozess schaust, statt auf diesen Prozess. Und das ist auch das, was ins Rollen kommt. So, und jetzt gehen wir ins Detail. Und zwar ist es so, dass mir das hier sagt, dass du dich von einer Abhängigkeit in deinem Leben lösen wirst. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Abhängigkeit etwas mit Finanzen zu tun hat, denn wir haben im Haus der Fische das Kreuz liegen, aufrecht liegen, und ja, eben eine Deutung dieser Karte kann sein, dass es darum geht, dass man eine Bürde trägt, ja, oder dass etwas schwer ist, eine Last. Ja. Es gibt auch andere Deutungen. Das Kreuz ist für mich auch eine sehr, sehr positive und auch sehr göttliche Karte, die ich sehr mag, aber hier sagt mir auch wieder meine Intuition, heute, jetzt hier geht es eher um die Betonung einer Bürde. Ja, und die würde jetzt in den Finanzen liegen. Ja, weil Fische, die Karte der Fische steht für Finanzen oder kann für Finanzen stehen. Die Bürde kann aber auch etwas mit einer, sagen wir mal, karmischen Verstrickung zu tun haben. Das heißt, wenn es bei dir nicht um Finanzen geht, geht es hier um eine Art von Abhängigkeit in deinem Leben, die sich sehr verzwickt, verstrickt anfühlt. Wenn ich jetzt sage karmisch, das ist so ein abstraktes Wort. Ja, also viele können mit dem Wort karmisch nicht so viel anfangen, und ich benutze es eigentlich auch eher, um etwas zu beschreiben. Nicht, weil ich habe mal ein Video aufgenommen über Karma, da kannst du gerne in meinem Kanal gucken, da habe ich darüber erzählt, wie ich das mit dem Karma sehe. Ja, von daher, karmisch ist jetzt auch nicht so negativ gemeint, sondern eher darum, dass es wirklich eine Abhängigkeit ist, die auch so ein Stückchen tiefer in deiner Seele, tiefer in deinem Seinswesen ist. Das kann auch wirklich eine Abhängigkeit zu einem Menschen sein, ja, also in einer Art von karmischen Beziehung zum Beispiel, ja. Oder irgendwie eine Situation, die sich in deinem Leben irgendwie immer wieder wiederholt und immer wieder auftaucht. Das kann Abhängigkeit auch bedeuten. Oder eben, und das ist auch das Erste, was mir einfach reinkam, es geht hier wirklich um deine Finanzen. Ja? Und in diesem Monat wirst du entweder aus dieser Abhängigkeit herauskommen, also dass tatsächlich da große Veränderungen geschehen, oder aber, und das ist sogar wahrscheinlicher, weil da noch andere Karten mit drauf hindeuten, du wirst in diesem Monat den Grundstein, einen wesentlichen Grundstein dafür legen, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Okay? Beides, ja? Und das ist jetzt auch wichtig. Es geht weniger darum, dass wir uns jetzt auf das Ergebnis konzentrieren, dass das jetzt in diesem Monat durch ist. Ja, und ich sage dir das auch, weil ich hatte noch aus einem anderen Set eine Zusatzkarte danach gezogen. Ich dachte, ja,
Eine Zusatzkarte wäre schön. Und dann ist ausgerechnet die Karte Geduld gefallen. Ich habe Geduld und weiß, dass alles zur rechten Zeit in mein Leben tritt. Ja, von daher wäre das jetzt nochmal auch ein Hinblick darauf, dass es vielleicht darum geht, dass diese Abhängigkeit sich nicht diesen Monat komplett auflöst, aber dass du in diesem Monat entscheidende Schritte zu dieser Ablösung tun wirst. Ja, und hier kann es sich eben auch um entscheidende innere Schritte handeln. Ja? Und das mit der Geduld sehe ich zum Beispiel auch darin, dass wir hier den Klee auf Kopf haben im Haus der Vögel. Vögel könnte jetzt dafür gedeutet werden, dass da eben etwas ist, was dir Sorgen bereitet oder Unruhe. Klee auf Kopf, keine schnelle Entwicklung. Macht aber nichts. Ja? Was auch dafür gedeutet werden könnte, ist, dass wir hier die Schlange haben im Haus des Buches, also nicht wissen, wann dieser vielleicht auch schon länger sich hinziehende Weg, wann das zu Ende ist. Ja? Also das sind jetzt zum Beispiel so zwei Karten, die darauf hindeuten, eben, dass du noch Geduld brauchst. Ja? Es ist für mich jetzt aber trotzdem nicht ausgeschlossen, dass es diesen Monat trotzdem auch wirklich schon bahnbrechende Veränderungen geben könnte. Denn schon allein die Schlange zum Beispiel im Haus des Buches könnte auch anders gedeutet werden. Ich komme dann später nochmal drauf. Ja? Ich will dir das mit der Geduld nur sagen, damit du dich entspannst. Ja? Und weniger nach außen auf die Ergebnisse schaust, sondern eher quasi auf diesen Prozess an sich. Und da haben wir hier schon die allerwichtigste Karte, die nämlich sagt, ja, hier kommt der Stein ins Rollen. Hier haben wir den Park auf Kopf. Wenn du noch nicht meine allgemeine Prognose für das Jahr 2019 angeschaut hast, ich habe auch eine Liebesprognose und eine Finanzprognose gemacht. Aber ich glaube, es war in der allgemeinen Prognose. Ich bin mir gerade nicht sicher. In einer von den dreien. Da ging es auch um den Park auf Kopf. Ich glaube, es war in der Liebesprognose. Aber es passt von der Aussage zu allen Prognosen. Und Park auf Kopf, das ist mir sofort reingekommen, dass es hier wieder um diese gleiche Bedeutung ging, wie ich das auch schon mal in einer dieser Prognosen hatte. Da ging es darum, sein inneres Licht zu entdecken, danach zu graben, danach zu schürfen, das zu finden, um es am Ende leben zu können. Ja, und wir haben hier den Park auf Kopf im Haus des Herren und der Herr steht für mich gerne in diesen Allgemeinlegungen für deine innere weibliche Energie, ja, also Quatsch, deinen inneren männlichen Part, ja, also deine Zielorientierung, dein Fokus, deine Handlungskraft, ja, dein konzentrierter Wille, auch so eine Schaffensfreude, deine Kreierensfreude, so, aber wirklich im Sinne von etwas tun, etwas fokussieren, ja. Und deswegen ist es für mich hier eine sehr, sehr schöne Kombination, dass Park auf Kopf im Haus des Herren ist, weil das für mich wirklich bedeutet, dass du in diesem Monat wirklich sehr zielgerichtet nicht nur in deine inneren Blumen, in dein inneres Licht, in dein inneres Geschenk, deine innere Kraft reingehst, sondern natürlich, wenn du da hineingehst, wirst du sie ja auch nach außen bringen. Das nach außen strahlen deiner inneren Kraft, deiner inneren Wahrheit, deiner inneren Macht ist natürlich einfach das Ergebnis davon, dass du erstmal hineingehst. Ja? Und ich habe vorhin schon gesagt, wir können die Schlange auch anders deuten. Schlange kann genauso gedeutet werden, das mache ich sehr gerne, die Schlange für unsere innere Kraft zu sehen. Ja, hier geht es eher von der Energie um so eine weibliche Kraft, auch eine Heilerkraft, ja, aber auch eine Schöpferkraft. Von daher will ich das jetzt gar nicht so trennen von dieser inneren männlichen Kraft. Es geht auch gar nicht um männlich-weiblich, sondern es geht jetzt nur darum zu sehen, die Schlange kann auch einfach dafür stehen, für dein inneres, machtvolles Wesen. Und es ist hier im Haus des Buches und das kann genauso stehen dafür, dass du weißt, es ist jetzt Zeit, deine innere Kraft rauszulassen, zu leben und dich mit ihr zu verbinden. Und das könnte damit übereinstimmen, dass das Buch selber nämlich hier im Haus des Parkes ist.
ja, Park, etwas öffentlich machen, etwas zeigen. Buch ist aufrecht. Aufrecht bedeutet immer für mich, man hat ein Wissen. Buch auf Kopf würde bedeuten, man weiß etwas noch nicht, ja, etwas ist noch unklar. Wie gesagt, das Haus des Buches an sich, da kann ich ja nicht sagen, ist jetzt etwas klar oder unklar. Deswegen würde es auch passen zu sagen, man weiß noch nicht, wann eine bestimmte Phase beendet ist. Okay? Aber es würde genauso gut passen zu sagen, es ist jetzt wirklich klar für dich, dass es Zeit ist, deine innere Kraft rauszulassen und zu zeigen. Und dadurch, dass du deine innere Kraft quasi ankoppelst, wird ein Stein ins Rollen kommen. Und er hat etwas mit einer Abhängigkeit zu tun. Er hat etwas mit einer Abhängigkeit zu tun, von der du dich jetzt lösen wirst, beziehungsweise wo du den Grundstein legst. Und es hat viel damit zu tun, dass du dir selber vertraust, ja? Dass du dir selber vertraust, weil wir haben hier die Lilien im Haus des Hauses und das Haus steht für mich gerne auch so für unsere innere Komfortzone. Und ich sehe hier, weil wir haben den Baum auf Kopf im Haus der Lilien, dass da im Bezug auf diesen Selbstwert, auf dieses Selbstvertrauen in deine Macht, da gibt es noch etwas, das hat Angst. Oder da gibt es etwas, das ist nicht in Harmonie, nicht in Balance. Und das ist natürlich auch etwas, was dich auch lange in dieser Abhängigkeit gehalten hat oder vielleicht überhaupt erst da reingebracht hat. Oder was es dir so schwer macht, da herauszukommen. Aber der wichtige Hinweis ist, es wird in diesem Monat etwas ins Rollen kommen in Bezug auf diese Abhängigkeit, die vielleicht etwas mit Finanzen zu tun hat. Vielleicht auch nicht, ja. Das muss nicht sein, kann aber sein. Und dieses Herauskommen hat viel damit zu tun, dass du wieder mehr an dich glaubst. Und dass du beginnst, deine Schöpferkraft in deine Hand zu nehmen und aus deiner Größe heraus handelst, ja. Und es ist ein innerer Prozess. Dieses Handeln aus deiner Größe heraus beginnt damit, dass du überhaupt deine Größe, deine Schönheit, deine innere Stärke wieder siehst oder wieder mehr siehst. Und jetzt komme ich auch zu dir, der du ja auf den Mond auf Kopf schaust. Das erste Haus ist für mich immer das Haus, das sagt, ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Und wir haben den Mond auf Kopf und der Mond steht für ganz viel und unter anderem bei mir auch dafür, dass man halt so ein bisschen träumt, dass man sich mit seiner Seele verbindet, ja, dass man einfach so ein bisschen in sowas Sphärisches geht. Wir haben den Mond auf Kopf. Die Zeit ist vorbei, sphärisch zu sein, ja, sondern, und dann komme ich zur letzten Karte und ja, es sind die Sterne auf Kopf. Letzte Karte ist immer, worum geht's, wie geht's aus? Sterne auf Kopf heißt, deine Träume werden wahr, gut, das ist wieder so plakativ gesprochen. Etwas wird lebendig real. Es geht nicht darum zu visionieren, dich mit, ne, so sphärisch zu sein, sondern es geht darum, dass deine Wünsche, deine Visionen, deine Ziele, ja, real werden und auf die Erde kommen. Die Sterne sollen auf die Erde kommen. Und der Dreh- und Angelpunkt ist, und das sehe ich, weil hier die Wege auf Kopf sind, im Haus der Schlange, der Dreh- und Angelpunkt ist, dass du dich mit deiner Schöpferkraft verbindest, mit deiner eigenen inneren Macht, dass du aufhörst. Der Bär kann auch dafür stehen, dass man die Macht jemanden anderen gibt, ja? Also eine machtvolle Person im Außen, der man mehr vertraut als sich selbst. Bär auf Kopf kann genauso bedeuten, es ist Zeit, dich selbst als die machtvollste Person in deinem Leben anzuerkennen. Und das meine ich ganz liebevoll. Es geht ja nicht darum, dass du keine Hilfe mehr annehmen darfst oder dass du jetzt überall alles besser wissen musst, sondern es geht darum, dass du dein inneres Licht wieder entdeckst, wieder lebst und dich damit committest. Ich komme auf das Wort committen, weil wir haben hier
die Sense im Haus des Briefes und der Brief selber ist in deinem Haus. Ja? Der Brief kann dafür stehen, dass du entweder es kommt eine Nachricht zu dir, ein Brief, ein Anruf, irgendeine Entwicklung von außen, eine Möglichkeit, die du wahrnehmen solltest. Ja? Oder aber Brief kann natürlich auch heißen, dass du dir selber diese Möglichkeit kreierst, weil du schreibst eine Bewerbung oder du schreibst irgendjemand deinem Wunschpartner endlich einen Liebesbrief und erzählst, wie es dir geht. Ja? Und Brief kann aber auch bedeuten, dass du einen Vertrag mit dir selber schließt. Ja? Und deswegen hier wieder Sense im Haus des Briefes. Sense steht für mich immer die Kraft deiner Hände, deine Handlungskraft. Ja? Im Haus der Sense selber haben wir die Routen. Die Routen sind für mich immer eine Karte, wo das erste Wort, was mir da kommt, meistens, also wir haben ja auch andere Bedeutungen, ja? Können auch eine vorsichtige Bedeutung haben, aber hier kam mir wieder intuitiv die Bedeutung, es geht um einen neuen Standard. Der neue Standard in deinem Leben wird kreiert durch die Kraft deiner Hände, durch deine Handlungskraft. Und diese Handlungskraft kann auch was Inneres sein, dass du dich committest zu dir selbst, mit dir selbst, zu deinen Wünschen, zu deinen Träumen, zu deinen Zielen, zu deinen Visionen und dass du dich eben nicht nur dazu committest, zu träumen oder Ziele oder Visionen zu haben, sondern dass du sagst, so, und ich bin es wert, dass das wahr wird. Und mein nächster Schritt ist aus dem Träumen, das lange Zeit gut und schön war und das war auch wichtig, eine Zeit des Träumens war wichtig. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, diese Träume aufzuhören zu träumen und anzufangen, Schritte zu gehen. Lebendige, echte Schritte. Okay? Und das hat nichts mit Aktionismus zu tun, denn nochmal, wir haben hier die Zusatzkarte Geduld. Das kann sein, dass es trotzdem noch etwas Zeit braucht. Aber das Wichtigste ist diese innere Entwicklung, dass du dich zu dir und deiner eigenen Kraft, zu deinem inneren Licht, zu deinen Wünschen, zu deinen Zielen, dass du dich dahin verbindest. Und diese Entscheidung für deine Kraft wird, da haben wir die Störche im Haus der Wege selbst, wird diesen Neuanfang in Bezug auf eine Abhängigkeit bringen. Und ob es dann darum geht, dass du finanziell leichter wirst oder ob es darum geht, dass du dich aus einer destruktiven Beziehung löst, ob es darum geht, dass du dich aus irgendeinem Handlungsmuster oder anderen Lebensumstand löst, das ist gleich. Ja, das Thema ist relativ gleich. Der Weg ist dasselbe. Commitment zu deiner inneren Kraft. Es geht darum, dass du dich, Anker im Haus des Schlüssels, dass du dich erdest, dass du ganz auf dieser Welt ankommst und zwar mit was? Ja, da haben wir im Haus des Ankers das Herz, mit dem, was dir wirklich im Herzen liegt. Was deinem Herz entspricht, deinen Herzvisionen, deinen Herzwünschen. Es geht darum, deine Herzenergie, dein Herzwillen in diese Welt zu bringen. Ja? Und das wird dich stabilisieren im Leben, das wird dich verankern im Leben. Und letzte Karte ist für mich die Karte der Sonne, die im Haus der Mäuse ist. Die Mäuse fressen immer etwas auf, die nagen etwas ab und deswegen drehe ich gerne die Karte einmal um. Wir haben die Sonne auf Kopf, die umgedreht wird in diesem Monat und aufrecht fällt. Das heißt, Lebensfreude, Optimismus, Glauben an die Welt, auch Verbundenheit mit dem göttlichen Prinzip Flow kommt zurück in dein Leben. Ja? Und der Ankerpunkt ist hier, diese Karte, die Schlange. Ja? Du bringst deine Träume auf die Welt ins Leben. Und das ist eine ganz tolle Energie. Ich freue mich für uns alle. Ja? Und ich wünsche uns allen auch die nötige Geduld. Ein ganz wundervoller Monat. Ich bin gerade sehr berührt und dankbar. Und ja, danke, dass es dich gibt. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem baldigen Video